Hans, mein Igel. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein Bauer, der hatte viel Geld und Gut. Aber so reich er auch war, so fehlte doch etwas an seinem Glück. Er hatte mit seiner Frau keine Kinder. Öfters, wenn er mit den anderen Bauern in die Stadt ging, spotteten sie über ihn und fragten, warum er keine Kinder hätte. Und so manches Wort fiel, welches ich hier nicht wiederholen werde. Aus Gründen. Da ward er zornig, und als er nach Hause kam, sprach er, ich will ein Kind haben und soll's ein Igel sein. Menschen und ihre Wünsche. Fast genauso schlimm wie höhere Mächte, die einem beim Wort nehmen. Denn da kriegte seine Frau ein Kind, das war oben ein Igel und unten ein Junge. Und als sie das Kind sah, erschrak sie und sprach, siehst du, was du getan hast? Du hast uns verwünscht. Denn natürlich war der Mann schuld. Wie konnte es denn auch anders sein? Da sprach der Mann, ach, was kann das alles helfen, Weib? Getauft muss der Junge werden, aber wir können keinen Gevatter dazu nehmen. Die Frau sprach, wir können ihn auch nicht anders taufen als Hans, mein Igel. Als er getauft war, sagte der Pfarrer, der kann wegen seiner Stacheln in kein ordentliches Bett kommen. Da wurde hinter dem Ofen ein wenig Stroh zurechtgemacht und Hans, mein Igel, darauf gelegt. Er konnte auch an der Mutter nicht trinken, denn er hätte sie mit seinen Stacheln gestochen. So lag er da hinter dem Ofen 8 Jahre. Und sein Vater war ihn müde und dachte, wenn er nur stürbe. Aber er starb nicht, sondern blieb da liegen. Nun trug es sich zu, dass in der Stadt ein Markt war und der Bauer wollte hingehen. Da fragte er seine Frau, was er ihr sollte mitbringen. Ein wenig Fleisch und ein paar Wecke, was zum Haushalt gehört, sprach sie. Darauf fragte er die Magd. Die wollte ein paar Toffeln und Zwickelstrümpfe. Endlich sagte er auch, Hans, mein Igel, was willst du denn haben? Federchen, sprach er, bring mir doch einen Dudelsack mit. Ein klarer Beweis dafür, dass man vorsichtig damit sein sollte, was man seine Kinder so fragt. Wie nun der Bauer wieder nach Hause kam, gab er der Frau, was er ihr gekauft hatte, Fleisch und Wecke. Und dann gab er der Magd die Toffeln und die Zwickelstrümpfe. Endlich ging er hinter den Ofen und gab dem Hans, mein Igel, den Dudelsack. Und als Hans, mein Igel, den Dudelsack hatte, sprach er, Väterchen, geht doch vor die Schmiede und lasst mir meinen Gockelhahn beschlagen. Denn dann will ich fortreiten und will nimmermehr wiederkommen. Da ward der Vater froh, dass er ihn loswerden sollte und ließ ihm den Hahn beschlagen, schneller als Hans den Sack aufblasen konnte. Und als er fertig war, setzte sich Hans, mein Igel, darauf, ritt fort, nahm auch Schweine und Esel mit, denn die wollte er draußen im Walde hüten. Im Wald aber musste der Hahn mit ihm auf einen hohen Baum fliegen. Da saß er und hütete die Esel und Schweine und saß lange, lange Jahre, bis die Herde ganz groß war und wusste sein Vater nichts von ihm. Wenn er aber auf dem Baum saß, blies er seinen Dudelsack und machte Musik, die war sehr schön. Obwohl es halt, nun, Dudelsackmusik war. Seltsam, aber so steht's geschrieben. Einmal kam ein König vorbeigefahren, der hatte sich verirrt und hörte die Musik. Denn wie sollte man sie auch überhören? Da verwunderte er sich darüber und schickte seinen Diener hin. Er sollte sich einmal umgucken, wo die Musik herkäme. Er guckte sich auch um, sah aber nichts als ein kleines Tier auf dem Baum oben sitzen. Das war wie ein Gockelhahn
auf dem ein Igel saß, und der machte die Musik. Da sprach der König zum Bedienten, er sollte fragen, warum er da säße und ob er nicht vielleicht wüsste, wo der Weg in sein Königreich ginge. Da stieg Hans mein Igel vom Baum und sprach, er wollte den Weg wohl zeigen, wenn der König ihm wollte verschreiben und versprechen, was ihm zuerst begegnete am königlichen Hofe, sobald er nach Hause käme. Da dachte der König, das kann ich leicht tun. Hans mein Igel versteht's doch nicht und ich kann schreiben, was ich will. Da nahm der König Feder und Tinte und schrieb etwas auf. Und als es geschehen war, zeigte ihm Hans mein Igel den Weg und er kam glücklich nach Haus. Seine Tochter aber, wie sie ihn von Weitem sah, war so voll Freuden, dass sie ihm entgegenlief und küsste. Da gedachte er an Hans mein Igel und erzählte ihr, wie es ihm ergangen war und dass er einem wunderlichen Tiere hätte verschreiben sollen, was ihm daheim zuerst begegnen würde. Und das Tier hätte auf einem Hahn wie auf einem Pferd gesessen und schöne Musik gemacht. Er hätte aber geschrieben, er soll's nicht haben, denn Hans mein Igel könnte es doch nicht lesen. Darüber war die Prinzessin froh und sagte, das wäre gut, denn sie wäre doch nimmermehr hingegangen. Einen hahnenreitenden, igeligen Dudelsackspieler, wo käme man denn da hin? Hans mein Igel aber hütete die Esel und Schweine, war immer lustig, saß auf dem Baum und blies auf seinem Dudelsack. Nun geschah es, dass ein anderer König gefahren kam mit seinen Bedienten und Läufern und hatte sich verirrt. Könige halt, und wusste nicht wieder nach Hause zu kommen, weil der Wald so groß war. Da hörte er gleichfalls die schöne Musik von Weitem und sprach zu seinem Läufer, was das wohl wäre. Er sollte einmal zusehen. Da ging der Läufer hin unter dem Baum und sah den Gockelhahn sitzen und Hans mein Igel obendrauf. Der Läufer fragte ihn, was er da oben vorhätte. Nicht? Ich hüte meine Esel und Schweine. Nach was sieht das denn sonst wohl aus? Aber was ist euer Begehr? Der Läufer sagte, sie hätten sich verirrt und könnten nicht wieder ins Königreich, ob er ihnen nicht den Weg zeigen wollte. Da stieg Hans mein Igel vom Baum herunter und sagte zu dem alten König, er wollte ihm den Weg zeigen, wenn er ihm zu eigen geben wollte, was ihm zu Haus vor seinem königlichen Schlosse als erstes begegnen würde. Der König sagte ja und unterschrieb dem Hans mein Igel, er sollte es haben. Als das geschehen war, ritt er auf dem Gockelhahn voraus und zeigte ihm den Weg und gelangte der König glücklich wieder in sein Reich. Wie er nun auf den Hof kam, war große Freude darüber. Nun hatte er eine einzige Tochter, die war sehr schön, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und freute sich, dass ihr alter Vater wiederkam. Sie fragte ihn auch, wo er denn so lange in der Welt gewesen wäre. Da erzählte er ihr, er hätte sich verirrt und wäre beinahe gar nicht wiedergekommen. Aber als er durch einen großen Wald gefahren wäre, hätte einer, halb wie ein Igel, halb wie ein Mensch, rittlings auf einem Hahn in einem hohen Baum gesessen und schöne Musik gemacht. Der hätte ihm fortgeholfen und den Weg gezeigt. Er aber hätte ihm dafür versprochen, was ihm am königlichen Hofe zuerst begegnete. Und das wäre sie, und das täte ihm nun so leid. Da versprach sie ihm aber, sie wollte gerne mit ihm gehen, wenn er käme, ihrem alten Vater zuliebe. Hans mein Igel aber hütete seine Schweine. Und die Schweine bekamen wieder Schweine, und diese bekamen wieder Schweine und wurden so viel, dass der ganze Wald voll war. Ein Schweinewald. Da wollte Hans mein Igel nicht länger im Walde leben und ließ seinem Vater sagen, sie sollten alle Ställe im Dorf räumen, denn er käme mit einer großen Herde, dass jeder schlachten könnte, der nur schlachten wollte.
Da war sein Vater betrübt, als er das hörte. Denn er dachte, Hans mein Igel wäre schon längst gestorben. Hans mein Igel aber setzte sich auf seinen Gockelhahn, trieb die Schweine vor sich hin ins Dorf und ließ schlachten. Puh, das war ein Gemetzel und ein Hacken, dass man's 2 Stunden weit hören konnte. Danach sagte Hans mein Igel, Väterchen, lasst mir meinen Gockelhahn noch einmal vor der Schmiede beschlagen. Dann reite ich fort und glaubt mir, komme mein Lebtag nicht wieder. Da ließ der Vater den Gockelhahn sofort beschlagen und war erneut froh, dass Hans mein Igel nicht wiederkommen wollte. Hans mein Igel ritt fort in das erste Königreich. Da hatte der König befohlen, wenn ein Igel käme, auf einen Hahn geritten und hätte einen Dudelsack bei sich, dann sollten alle auf ihn schießen, hauen und stechen, damit er nicht ins Schloss käme. Über diese Unwahrscheinlichkeit kicherte das Volk, aber sie hielten ihre Augen auf. Als nun Hans mein Igel tatsächlich dahergeritten kam, drangen sie mit Bajonetten auf ihn ein. Aber er gab dem Hahn die Sporen, flog auf über das Tor hin vor des Königs Fenster, ließ sich da nieder und rief ihm zu, er sollt ihm geben, was er versprochen hätte. Sonst so wollte er ihm und seiner Tochter das Leben nehmen. Da gab der König seiner Tochter gute Worte. Sie möchte zu ihm hinausgehen, damit sie ihm und sich das Leben rettete. Da zog sie sich weiß an und ihr Vater gab ihr einen Wagen mit 6 Pferden und herrliche Bediente, Geld und Gut. Sie setzte sich ein und Hans mein Igel mit seinem Hahn und dem Dudelsack neben sie. Dann nahmen sie Abschied und zogen fort. Und der König dachte, er kriegte sie nicht wieder zu sehen. Es ging aber anders, als er dachte. Denn als sie ein Stück des Weges von der Stadt waren, da zog Hans, mein Igel, kurzerhand der Königstochter die schönen Kleider aus und stach sie mit seiner Igelhaut, bis sie ganz blutig war und sagte, das ist der Lohn für eure Falschheit. Geh hin! Ich will dich nicht. Und jagte sie damit nach Haus und war sie beschimpft ihr Lebtag. Hans mein Igel aber ritt weiter auf seinem Gockelhahn und mit seinem Dudelsack nach dem 2. Königreich, wo er dem König auch den Weg gezeigt hatte. Der aber hatte bestellt, wenn einer käme, wie Hans mein Igel, sollten sie das Gewehr präsentieren, ihn frei hereinführen, Vivat! Rufen und ins königliche Schloss bringen. Auch dort kicherte zuerst das Volk, doch als er dann tatsächlich ankam, bereiteten sie ihm einen fürstlichen Empfang. Wie ihn nun die Königstochter sah, war sie erschrocken, weil er doch gar zu wunderlich aussah. Sie dachte aber, es wäre nicht anders. Sie hätte es ihrem Vater versprochen, Dudelsackspieler oder nicht. Da ward Hans mein Igel von ihr willkommen geheißen und mit ihr vermählt. Und er musste mit an die königliche Tafel gehen und sie setzte sich zu seiner Seite und sie aßen und tranken. Wie es nun Abend war und sie schlafen gehen wollten, da fürchtete sie sich sehr vor seinen Stacheln. Er aber sprach, sie sollte sich nicht fürchten, es geschehe ihr kein Leid. Und sagte zu dem alten König, er sollte 4 Mann bestellen. Die sollten vor der Kammertür wachen und ein großes Feuer anmachen. Und wenn er in die Kammer ginge und sich ins Bett legen wollte, würde er aus seiner Igelhaut herauskriechen und sie vor dem Bett liegen lassen. Dann sollten die Männer hurtig herbeispringen und sie ins Feuer werfen. Auch dabei bleiben, bis sie vom Feuer verzehrt wären. Wie die Glocke nun 11 schlug, da ging er in die Kammer, streifte die Igelhaut ab und ließ sie vor dem Bette liegen. Da kamen die Männer, holten sie geschwind und warfen sie ins Feuer. Und als sie das Feuer verzehrt hatte, da war er erlöst und lag im Bett als ein normaler Mensch. Aber er war kohlschwarz, wie gebrannt. Der König schickte nach seinem Arzt.
Der wusch ihn mit guten Salben und balsamierte ihn. Da ward er weiß und war ein schöner junger Herr. Als das nun die Königstochter sah, war sie froh, und am anderen Morgen standen sie mit Freuden auf, aßen und tranken, und nun wurde die Vermählung erst recht gefeiert. Und Hans mein Igel bekam das Königreich vom alten König. Wie etliche Jahre herum waren, fuhr er mit seiner Gemahlin zu seinem Vater und sagte, er wäre sein Sohn. Der Vater aber sprach, er hätte keinen. Er hätte nur einen gehabt, der wäre aber wie ein Igel mit Stacheln geboren worden und wäre in den Wald gegangen. Da gab er sich aber zu erkennen, und der alte Vater freute sich sehr und ging sodann mit ihm in sein Königreich. Nicht, dass er es verdient hätte, aber Hans war nun einmal weitaus besser, als sein Vater es je gewesen war.